Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Veranstaltung auf der Medica Media. Und wir haben heute ein besonders anspruchsvolles Thema. Es ist für meine Begriffe das erste Mal, dass sich durchaus viele verschiedene Wege treffen für ein doch gesellschaftlich sehr wichtiges Problem. Augenblick. Ja. Bitte mal das nächste Dia. Augenblick. Wo ist das? Ach so, mit Rollen. Ach so, schön. Wie gesagt, chronische Herzinsuffizienz, eine relevante Volkserkrankung. Eine relevante Volkserkrankung. Und die uns ja, die gewissermaßen das Brennglas auch des demografischen Wandels darstellen. 1,2 Millionen Patienten sind betroffen. Dank moderner Methoden steigt die Prävalenz durch 200.000 Neuerkrankungen und die bzw. bestehenden Patienten, die besser betreut werden, ständig. Im Ergebnis haben wir eine sehr, sehr niedrige Mortalität, selbst in fortgeschrittenen Stadien. Und es verwundert in der Konsequenz nicht, dass wir seit 2005 die Herzinsuffizienz als häufigste Ursache für jedwede Form von Krankenhausaufenthalten haben. Und das hat natürlich eine Konsequenz, dass für die insgesamt Therapiekosten von 3 Milliarden fast 85% für stationäre Kosten aufgewendet werden müssen. Das heißt, wenn wir die positiven Seiten der modernen Medizin länger leben haben wollen und keinen Kollaps des Gesamtsystems haben wollen, gibt es nur zwei Lösungen: die Patienten am Leben und außerhalb des Krankenhauses zu halten. Und hier ist dann auch sehr schnell der Ansatz der Telemedizin, weil wir gerade in der Herzinsuffizienz eine besonders gute Situation haben, und das wird auch unser Thema heute werden, dass sich eine beginnende Verschlechterung der kardialen Situation durch endogene Kompensationsmechanismen eben erst in Symptomen zeitverzogen erkennen lässt. Und wir haben hier ein gewisses Zeitfenster für Früherkennungssysteme, und es wird heute der spannende Teil unseres Vormittags werden. Was ist das Beste? Welche Prinzipien, um diesen Zeitfenster auszunutzen, beziehungsweise ist vielleicht auch die Kombination. Meine Damen und Herren, diese Woche ist für die Telemedizin in der Herzinsuffizienz eine bedeutende Woche gewesen. Am Dienstagabend sind in Chicago zwei wichtige Studien, randomisierte klinische Studien, vorgestellt worden. Das eine ist Telemonitoring in Heart Failure. Da sind über 1600 Patienten nationwide, wie es heißt, über die gesamte USA eingeschlossen worden und mit einem computerbasierten Assistenzsystem ein halbes Jahr betreut worden. Und Sie sehen die Kurve, primärer Endpunkt, null Effekt. In der gleichen Sitzung sind die Daten unserer Studie, die in eine stabile Gesamtpopulation, stabil heißt, dass diese Patienten eine Dekompensation im Zeitraum von 2 Jahren vorher eingeschlossen worden und auf den ersten Blick auch kein Effekt im primären Endpunkt. Die Frage steht, stehen wir am Ende der Telemedizin? Die Antwort ist ganz klar nein. Wir stehen am Ende einer Blase und wir beginnen heute mit der Realität. Und die Realität hat 4 Eckpunkte. Das erste ist, dass es eine Medizin ist und Tele das nachgeordnete Prinzip darin. Das heißt, welche Form von Devices sind sinnvoll? Das zweite ist, nicht jeder Patient braucht Telemedizin, aber die Patienten, die es benötigen, entsprechende Subgruppen, haben einen großen Vorteil davon. Und drittens, das Maß aller Dinge bleibt die randomisierte, kontrollierte Studie, und an diesen Ergebnissen können wir uns, das sind die, an denen wir uns halten können. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, vier ausgewiesene Referenten für 4 interessante Messprinzipien Ihnen vorstellen zu können. Den Anfang macht Dr. Helms zu externer Sensorik, und ich teile ihm hiermit das Wort.